Hallo und herzlich willkommen. Oh, es fängt schon wieder an. Zurück zu Let's Play Minecraft und mir, dem Tomcat aus Falkenstein. Ja, ich habe gerade ein paar Zettel hier und habe mir natürlich Stoppuhr, die sollte ich auch nicht vergessen, ein paar Gedanken gemacht. Ah ja, okay, stabilisiert sich. So, und zwar habe ich ja ein paar Kommentare bekommen, und zwar hier vom... Moment, da muss ich gucken. Vom Fasgard. Und er meinte... Fasgard? Ja, richtig ausgesprochen, glaube ich. Und er meinte, ich solle Querbalken außen am zweiten Stock. Querbalken. Sind doch, oder? Meinen wir die richtigen? Also meine ich die richtigen? Da sind Balken, da sind Balken, da sind Balken. Hier und da. Ja, es ist fast dunkel. Und wir sind doch nicht alleine in der Welt heute. Querbalken. Zweiten Stock. Außen, hat er gesagt. Ich guck mal drin. Gut, man könnte... Na, hier nicht. Nee, nee. Geht's dann hoch? Kennt man ja. Oder meint er hier? Fasgard, das musst du mir nochmal genau sagen. Meinst du hier? Oh, wir sollten schlafen. Ich habe kein Bett dabei, oder? Natürlich. Doch, habe ich. Hehehe. Können wir gleich mal hier beim Steinmetz übernachten. Kann man schon schlafen? Nein, kann man noch nicht. Oder meinst du halt außen dann dort? Aber da haben wir ja welche. Tür zu. Wird kalt. Ja, die Folge kommt heute etwas später raus, weil ich Lehrgang habe und ich bin... Ja, ich stand im Stau, weil viel gebaut wird und ich kann endlich schlafen. Gute Nacht. Wer schlief da nicht? Der Zordon. Ach ja, so ist das. Was soll ich erzählen? Na, auf jeden Fall, wie gesagt, ich war viel unterwegs und im Stau und ich muss jedes Mal von der Lehrgangsstätte circa... Oh, er ist schlafen gegangen. Knapp eine Stunde fahren und ja, wir haben es jetzt 17:30 abends. Und wenn die Folge rauskommt, dann ist 2 Stunden hochladen, 20 Minuten drin. Ja, vielleicht so um 8, um 9, mal gucken. Je nachdem. Auf jeden Fall kommt heute eine. Ganz spontan. Doch noch. Und ich werde auch direkt im Anschluss die für morgen, also für Freitag, aufnehmen. Und ja. Oder vielleicht nehme ich die morgen jetzt. Ne, morgen kann ich die nicht aufnehmen. Ja gut, also Fasgard, meinst du jetzt diese Balken dann? Oder hier die Balken? Oder wie auch immer. Musst du mir nochmal genau schreiben, wo du es meinst. Also Position 1 war drin. Das hier oben, wo ich gerade hingucke, ist Position 2. Das hier ist Position 3, der untere Balken. Und dazwischen, zwischen den Fenstern, ist Position 4. Musst einfach mal schreiben. Dann hat der U mit 14 U, 13, 14, 14, ne? 14 U waren's. Und einem H. hat dann gesagt, ich soll Halbstufen anstatt die Treppen außen nehmen, um mehr Tiefe zu bekommen. Ja. Du meinst jetzt die hier, ne? U. Dass ich da dann einzelne Halbstufen hinpacke. Aber ich glaube, das Problem wird dann sein, eine Halbstufe, eine zweite. Ich glaube, das Problem wird sein, dass es denn nicht... Machen wir das? Ich mache das einfach mal offscreen. Weil ich habe nämlich gerade heute jetzt in dem Moment vor, weiterzubauen. Und zwar da oben, denke ich mal, oder? Und Zeron, ich habe Else wirklich nicht gesehen. Wo ist sie denn hier? Vielleicht war sie ja auch, weil sie ja jetzt in Eckstein ist. Eckstein. In Exe ist. Vielleicht ist sie ja, ja, einfach nur auf der Durchreise gewesen. Ja, dann gab's, wie gesagt, die Abstimmungen. Ja, wie gesagt, ja, wie, was hab ich vergessen, was sagen wollte? Die Abstimmungen, genau. Und zwar heißt das ganze Ding hier, also die... Ja, die Burg, die Festung, ja, die Festung hier, das ist die Falkenwacht jetzt. Und in dieser Festung sind die Falkenwächter. Und die Falkenwächter passen auf diese ganze innere, also alles, was in den Mauern ist. Der ganze Ort nennt sich Falkenstein. Und der Falkenstein
Das ist der, in dem die Falkenwacht eingebaut wird oder ist. Und das ist dieser Berg hier. Ich gehe einfach mal hoch, damit man das einfach mal, ja, sieht, erkennt, weiß, was gemeint ist. Die meisten wissen es, denke ich, aber ich komme hier nicht durch. Mist, Mist. Das war ein ganz schön leises Lied. Weiter. Ist auch ziemlich leise. Ich will hier hoch. Ja, das ist der Nachteil, wenn man überall Bäume pflanzt. Ja, so ist das. Immer diese Fichten. Hier habe ich nämlich schon angefangen, eine Brücke zu setzen, einen Übergang. Und zwar wird dann hier auch so ein Torbogengang, Torbogen, Steinbogenweg hier und sowas hier. Und genau das gleiche, dasselbe, wie auch immer, wird hier entstehen. Und wird dann, ich bin mir noch nicht genau sicher, wie es denn ablaufen soll, oder, ja. Auf jeden Fall geht es dann nochmal hier so rein. Ach ja, wir wollten hoch, genau. Wir wollten hoch. Hoch hinaus. Ich glaube, so nenne ich die Folge. Wobei, den Titel hatte ich, glaube ich, schon mal. Ja, ich habe jetzt schon längere Zeit kein Minecraft mehr gespielt, weil ich halt, wie gesagt, durch den Lehrgang keine Zeit habe. Also sehr wenig Zeit. Und aufnehmen konnte ich dann auch nicht. Und ja, naja. Kennt man ja. Irgendwie haben gerade zur Zeit alle keine Zeit. Also, hier oben, das ist der höchste, zweithöchste Punkt in Falkenstein. Oder beziehungsweise des Falkengebirges. Das ist ja das Ganze hier, dieser ganze... Ich zeige euch das gleich. Auf jeden Fall ist ja hier die Mauer und die geht hier lang und geht dann da hinten so rum und dann da sieht man... sah man sie. Naja, auf jeden Fall hier geht sie dann wieder zurück und schließt dann hier vorne mit dem Tor da vorne an diesen spitzen Berg, den ich euch jetzt zeige. Hier oben ist ein kleiner Eissee. So, wobei, nein, ich weiß, was wir jetzt machen. Und hier, das ist, genau, das hier ist der, ups, das ist der Berg, an den die Mauer da ungefähr anschließt. Und somit ist das halt alles komplett umschlossen. Und hier wird ein Steinbruch entstehen. Ja, da ist eine Menge Kies. Und Kies braucht man ja definitiv. Ein bisschen was. Und da habe ich mir gedacht, werde ich hier auch einen Steinbruch halten, ne? Wie man das so kennt. Einen typischen Steinbruch. Hier, was ich sehr genial finde, ist... Man sieht das vielleicht schon. Ups, ich guck mal ein bisschen an den Rand. Ein kleiner See in so ein... Ja, sieht aus wie so ein Trichter, ne? Ist das ein Huhn? Nee, ist ein Rosa. Und ich habe mir überlegt, ich werde hier ein Reservoir sozusagen machen, wo das Tauwasser von den oberen Bergspitzen, der Schnee, wenn die Sonne scheint, so wie jetzt, schmilzt der Schnee und läuft hier natürlich runter in diesen kleinen See. Ich würde da gerne reinspringen, aber dann komme ich nicht mehr raus oder ich falle daneben. Ja, und ich habe vor, das Ganze hier vorne dann noch zu verschließen. Vielleicht machen wir das auch jetzt in der Folge, so ein bisschen zu verschließen, also wie so ein Stausee oder Staudamm. Und dann eine Erdplatte reinzumachen und das alles mit Wasser und dann die Erdplatte weg und dann hat man hier so einen richtigen Wassertümpel, na so Wasserreservoir, um Falkenstein mit Wasser zu versorgen. Aus der Falkenquelle. Ja, Zeron. Ich habe zwar gesagt, es gibt keine Falken mehr, außer die Falkenfalken, die Falkenfalten. Aber, ja doch, und hier ist ja auch so ein kleines Bächlein. Was ist hier eigentlich? Hallo? Nichts. Aber hier können wir durch. Und dann gucken wir mal rein. Wow! Ist ja der Wahnsinn! Boah! Loch! Ja, genau. Also das wird dann hier so die Falkenquelle. Und dann kann man hier auch eine... Das wird jetzt Zordern zum Beispiel ein bisschen freuen. Eine Brauerei könnte man dann hier auch in der Nähe hinmachen. Die mit dem frischen Quellwasser... Naja gut, ist ja keine Quelle. Naja doch, ist ja Bergwasser. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall mit dem wunderschönen, gut klaren Wasser Bierbraut. Ne? Frisches Pilz. Oder andere leckere. Ich komme hier wieder nicht raus. Ah, so. Auf jeden Fall können wir jetzt erstmal loslegen. Und zwar brauche ich ja...
Ja, was wollen wir machen? Den Stausee? Nein. Wir könnten hier ein bisschen den Turm weitermachen, ne? Aua. Au. Oder wir sollten eigentlich das Tor weitermachen. Das Tor. Das machen wir jetzt. Damit die Mauer ist ja teilweise jetzt schon hochgezogen. Und warum ist hier Erde? Und warum trägt er eine Maske? Oh cool, man sieht sogar den Bogen. Da hinten ist ja das Hafentor. Da fehlt doch was. Na gut, das ist bestimmt nicht gespawnt. Und da kommt man eh nicht rein, außer mit dem Schiff. Hat man ja bei Zordan wahrscheinlich gesehen. Und hier muss ja dann natürlich der Eingang sein. Der Landeingang. Ich habe auch schon ein paar Bäume weggefällt. Diesmal habe ich kein Bett mit und wir müssen gleich schlafen. Und dann kommt man hier so und dann hat man hier natürlich die Türme. Und die Türme werden genau so aussehen wie die hinten an der Falkenwacht. Ja? Also ziehen wir die jetzt hoch. Das heißt, wir brauchen Ziegelstein, normalen Stein und Eichenholzbalken. Und passendes Werkzeug natürlich, ne? Ja, ich habe zwar jetzt einmal schon geschlafen, aber das war kein richtiges Schlafen jetzt gerade die Nacht. Ach, da ist ja die Lampe. Guck mal. Das sieht doch echt gut aus, oder? Ich finde, das verschwindet dann so, also es geht so in eins über, ne? Und hier so der Bogen und dann dahinter der andere. Wobei, der könnte ein bisschen Nacht, den lasse ich so. Das ist so okay. Sieht auch ein bisschen aus wie so eine Pyramide von Weitem. Hier, hier und dann da oben der Punkt. Und wenn man sehr viel Fantasie hat, hier zwei Augen, die Nase und das Maul, was gerade aufgerissen wird. Wie so ein trauriger Steinbeißer. Was ist das? Zwei? Moment mal, wir hatten doch nur ein. Seid ihr Zwillinge geworden? Du bist der Neue? Mhm. Ach so, du bewirbst dich für... Ach so, ja gut, ja. Theoretisch kannst du das machen, ne? Danke fürs Gespräch. Grimmiger Typ. Na? Schaffen wir noch was? Nee, jetzt schaffen wir es nicht. Ja, machen wir was essen und dann, pufen. So, dann. Ist immer noch da. Und ich klebe an einem Blatt. Ist heute ziemlich warm. 23 Grad hatten wir, also zumindest vorhin im Auto. Und solange wir diese schöne Musik spielt, kann ich was trinken und jetzt pufen. Ich brauche einen Zettel. Na? Schlafen? Jetzt? Nee? Ja? Doch? Nee? Nein, erzähle ich euch irgendwas. Ich wüsste bloß nicht was. Was ich für einen Lehrgang habe, könnte ich euch erzählen. Und was wir dort machen. Aber das ist uninteressant. Das ist eher was für Schmiede und Waffenschmiede und Rüstungsschmiede und Hufschmiede und Metallbaufach. Oh, schlafen. Schön. Gleich mal gucken mit Schwert, ob hier draußen sich ein Feind bewährt. Nö. Ach, jetzt fällt mir wieder was ein. Ich habe die Schafe umgepflanzt. Ich habe die jetzt da eingesetzt, damit es hier abgeschlossen ist. Und man hier als... Nicht unbedingt jetzt das nächste... Oh, könnte man auch. Nein, wir machen jetzt erst die Türme. Nochmal kurz angucken, wie die waren. Die vorderen Türme kriegen natürlich keine Scheiben hier unten drinne, weil das wäre ja sinnlos. Dann könnten ja Feinde einfach die Scheibe einschlagen und durchgehen. So, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 auf jeden Fall. Und dann kommt der Aufbau. Ein bisschen Platz bräuchte ich. Wobei, den Kobbel, den können wir ja gleich mitnehmen und zum Steinmetz bringen. Hier haben wir nichts mehr, ne? Nö. Hier haben wir auch nichts mehr wirklich von Wert. Was haben wir hier unten? Unten. Okay, haben wir das. Hier haben wir das Holz. Das Holz. Oh, 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 oh. Das ist schlecht. Wir haben nicht mehr so viel Holz. Eichenholz. Macht aber nichts. Macht nichts, müssen wir halt holzen gehen.
Leitern kann man immer gebrauchen, die nehme ich auch sicherheitshalber mal mit und... Hoch. Elektroschlag bekommen. Ja. Ich weiß nicht, eigentlich gefällt mir das so. Aber mit den... Oder meinst du hier unten? Du meinst bestimmt hier unten dran Stufen, ne? You. Ja, you. Da haben wir auch wieder was falsch gemacht. Das können wir gleich mal beheben. Das sehe ich gerade. Und zwar so. Ach, da ist es schon. Ah ja, und hier haben wir es gar nicht. Kleine Reparaturen erledige ich nun am besten sofort, weil sie sonst zu großen Reparaturen werden. Und große Reparaturen sind nicht so spaßig. Das kann weg, das kann weg. Die lassen wir hier. Houston, wir haben ein Problem. Steinkohle. Steinkohle. Eigentlich müsste ich die Steinkohle... Ich muss Steinkohle jetzt machen. Ein bisschen Kohle brauchen wir auf jeden Fall, damit wir die Steine brennen können, um Clearstone zu haben. Um Steinziegel, Stein, Dinger, Steine herzustellen. Leider haben wir keine passende Verzauberungsaxt. Das wäre natürlich sehr cool gewesen. Und das Ganze dauert jetzt auch ein bisschen. Das heißt, wahrscheinlich wird das eine Kohle-Schlange-Raupe-Abklopp-Aktion. Ah, und der Zordern ist weg. Darum, okay. Ja. Passende Musik zum passenden Arbeitsablauf. Irgendwas wollte ich noch ansprechen. Und zwar habe ich ja vom... Ach Mist, seht ihr? Ich wollte vom Opa spielt, wollte ich nämlich die Folge gucken. Aber ich hänge da schon deutlich hinterher. Aber der Zeron hat ja nämlich heute in der heutigen Folge gesagt, dass er... Also so wurde mir von meinen Botschaftern, von meinen Falkenwächtern, die irgendwo hier sind, berichtet, dass er nämlich beim Opa spielt war und dort ein Haus gebaut hat. Und eigentlich wollte ich mir das mal angucken, was er da so gebaut hat. Aber ich bin jetzt gerade beim Opa spielt bei Folge 1112 oder so. Also ziemlich weit abgeschlagen, denke ich. Aber macht nichts, macht nichts. Warum liegt hier Kohle? So. Zack. Erstmal ein paar Öfen befeuern. Und wir wollten eigentlich den Kobel wegbringen, ne? Aber ja, gut, haben wir behalten. Das war gar nicht so schlecht. Dass wir den behalten haben, war gar nicht so schlecht. So, hier haben wir... Ah. Perfekt. Wobei, hier brauchen wir nur die Hälfte. Weil wir haben hier schon ein paar Steine. Und hier können wir wieder ganz reinpacken. Und hier... Ach. Gut, Wolle. Wolle Petri, zack, damit rein. Die Uhr brauchen wir mit das Bett. Hä? Ich hatte doch ein Bett. Ach, ich weiß wo. Warum sagt er das nicht? Hab da, ne? Nee, wir wollen daran an die hier. Zack. Da ist es doch. Her damit. So. Aber wir nehmen natürlich auch jetzt ein paar... Ach, Steine haben wir noch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Muss reichen. So, zumindest fürs Erste. Und los. Man hat schon Mittag. Aber jetzt, wenn ich jetzt schlafen gehe, dann ist die Folge definitiv vorbei. Für heute. Aber wir werden definitiv auch noch den... Haben wir dabei, gut. Den Anfang machen. Ihr seht, immer diese Zeitprobleme. Schlimm. Ich weiß nicht, geht euch das an? Ja, doch, geht's euch bestimmt. Die Zeit ist mittlerweile sehr... also die Welt ist sehr hektisch geworden, ja. Habe ich heute auch wieder gemerkt. Beim Stau, der, wo ich drinnen gesteckt habe, da waren dann manche Autofahrer... Und die haben dann tatsächlich gehupt, weil einer irgendwie eine Ampelphase nicht gleich sofort mitbekommen hat, weil man halt die ganze Zeit gestanden hat. Und
Da wurde er gleich richtig ausgeguckt und ich habe gesagt, hallo Leute, es ist nur eine Ampel. Also klar, es ist ärgerlich, wenn man halt nicht drüber kommt, aber weiß ich nicht, das war mir ein bisschen fremd. Also ich hupe nie jemanden an, weil er an der Ampel steht, die grün ist. Ja, und wenn die Leute dann halt Zeitprobleme kriegen, weil die an der Ampel stehen und nicht in der Lage sind, halt zeitig aufzustehen, sage ich mal, und in die Push zu kommen, dann ist das ja nicht mein Problem und weiß nicht. So ein Ausgehupe finde ich auch nicht gut. Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt, ja, wie soll man es sagen? Ich bin jetzt nicht unbedingt einer, der sagt, ja, niemals die Mittellinie überfahren und solche Sachen. Aber, weiß ich nicht. Finde ich doof. Finde ich doof, einfach. Ich mag es mehr, mit Menschen umzugehen und die auch natürlich auch Fehler machen, ne? Also, es ist jemand, der alles ganz haargenau sieht und macht und jedes... Ich meine, ich selber bin auch ein Mensch, der gerne auf Details achtet. Also bei Filmen zum Beispiel, ganz, ganz viele Filme, da gucke ich dann und sehe dann Details. Und dann in der anderen Szene sind diese Details dann halt nicht da. Und da denke ich mir so, hä? Da sieht man, wie die gefuscht haben, sage ich, ja. Also. Aber wenn man halt in dieser Arbeit drinne steckt, dann sieht man das nicht mehr. Deswegen verzeihe ich solche Sachen auch eigentlich oft großzügig. Und bin dann halt keiner von diesen Leuten, die sagen, du hast einen Fehler gemacht, das geht nicht, ich finde dich schlecht, Filmmacher. Wie auch immer. Ja. Und was erzähle ich hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich schon seit um 4:30 auf bin und es jetzt 5:50 mittlerweile ist. Der Lehrgang nicht gerade der leichteste, also von der körperlichen Arbeit her ist der ja schon anspruchsvoll. Aber also geistig ist er halt. Warum liegt da Korn? Ach nee, ist gar nicht Korn, das ist Birke, ne? Ja, die Birken, falls ihr es merkt. Naja, ein bisschen ist es immer noch, aber die Birken fliegen nicht mehr so dolle. Oder so stark. Und jetzt muss ich mal zählen. Wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5 erst? Sechste? 6. Ja. 6 haben wir erst. Das ist relativ wenig. Dann ist das jetzt 7, ne? 7, ja. Und wir müssen weiter nach oben. Und ich habe vergessen, mir Leitern zu bauen. Ach. Wobei, wenn ich hier runterfalle, ist es nicht so schlimm, ne? Das werde ich wohl überleben. Ja, Lehrgang. Ja, wie gesagt, Thais, und da passt das wieder zum Beispiel ganz gut. Auch auf dem Lehrgang, da habe ich auf das Werkstück, also wir stellen ja da Werkstücke her, habe ich halt eine, ja, eine sehr gute Minusnote bekommen, also eine 1- halt drauf bekommen. Und ärgert mich ein bisschen. Ja, ich bin halt schon einer, der gerne immer das Beste haben möchte und ich stecke ja dann auch Arbeit rein und die Arbeit, da möchte ich dann sagen, geil, das habe ich gemacht und das ist gut so. Ja, also, es muss mir dann halt auch selber gefallen und ja. Gute Nacht und bis morgen erstmal, ne? Ciao.